Hey Leute, heute mal zu einem ganz anderen Video auf Monaco Deluxe, zu einem Vlog. Ich bin mich hier im Zillertal, ihr seht hinter mir Berge. Und jetzt gerade eben auf dem Weg zu einem absoluten Genussdinner. Und ich nehme euch natürlich die ganzen Tage hier mit. Seid gespannt, was euch alles in diesem Video erwartet. So, jetzt geht's erstmal zur Location. Muss ein super geiles Hotel sein und da gibt es einen Genussdinner, wo verschiedene Winzer sich heute präsentieren. Das ist ja auch der Winzer Cup hier. Und lecker essen natürlich auch. Bin sehr, sehr gespannt. Und natürlich auch als Sommelier bin ich sehr, sehr interessiert, was es für Weine gibt. Lass mich natürlich überraschen. Nach einer kurzen Fahrt, ein paar Minuten jetzt, geht es von unserem Hotel jetzt hier ins Sporthotel Zillertal. Hinter mir ist das Logo, yeah! Und da ist jetzt die Abendveranstaltung. Und hier gibt es auch schon Wein zu sehen, was natürlich das Motto des Abends auch ist. Und da kosten wir uns erstmal durch. Mit einem Glas gewappnet. Hier hinter mir ist ein Tisch. Da konnte man sich ein Glas nehmen. Und dann probiert man sich sozusagen einfach durch hier. Durch die verschiedenen Weine. Und wir probieren einfach mal. Also wir verkosten natürlich. Wir trinken das natürlich nicht. Und wir trinken ja kein Alkohol. Wir verkosten natürlich nur. Ganz fachmännisch, wie sich das gehört. Toller Wein, aber ich glaube, der ist es noch nicht. Ich glaube, ich muss noch weiter verkosten, bis ich den perfekten Wein für heute Abend gefunden habe. Am roten Teppich geht es jetzt zum Genussdinner. Und natürlich, wie in München, gibt es auch hier Stau am roten Teppich. Leute, hinter mir seht ihr, jetzt seht ihr sie, hier hinten, die Aftershow-Party, denn das 6-Gänge-Gourmet-Menü ist jetzt hier vorbei. Ich werde jetzt hier noch, glaube ich, einen Gin Tonic trinken und dann geht es aber auch wieder zurück aufs Zimmer, denn morgen geht es schon relativ früh los zum Winzer Cup. Bin sehr, sehr gespannt und das Menü war wirklich ein Traum. Tolle Weine, tolles Essen und ich glaube, ich zeige euch einfach mal, was dieses tolle 6-Gänge-Menü gekonnt hat. Hey, guten Morgen Leute, also heute geht's mal auf den Berg, nämlich auf dem Berg ist nämlich oben so ein Winzer Wedel Cup und die Winzer treten gegeneinander an, das passiert schon mehrmals, deswegen war gestern auch das Genussmenü dazu. Und um jetzt hier auf dem Zillertal Shuttle anzukommen, ihr seht es hier, müssten wir erstmal hier hochfahren, also 20 Minuten Berg- und Talfahrt und die einigen fahren schon Ski. Ich natürlich nicht. Nee, also Skifahren ist ja nicht so meine Welt, muss ich zugeben. Aber wir fahren jetzt erstmal den Berg hoch. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. So Leute, jetzt oben hier oben angekommen auf dem Berg und hinter mir unten seht ihr auch schon die Hütte, wo auch das Event ist. Jedoch kommt man zu der Hütte nur über die Skipiste. Diese Information wäre sehr hilfreich gewesen, denn ich kommen so keine Skipiste runter. Also gibt es für uns jetzt keine Veranstaltung, trotz VIP-Bändchen und VIP-Treatment. Und wir fahren jetzt hier den Berg runter und haben zumindest die Aussicht genossen. Nach der Bergtour der etwas anderen Art, gebe ich zu, bin ich jetzt im Private Spa, ein bisschen Spa machen, ein bisschen chillen. Ihr seht jetzt hier hinter mir private Sauna, Duschebereich, dann später hier Massageliege. Kommt nachher noch Massage, bisschen Chill, Lounge. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist natürlich der Rooftop-Pool. Der ist hier draußen. Da gibt es so einen privaten Zugang von dem Private Spa hier. Und da geht es dann hier zum Pool. Hammergeile Aussicht. Und hier sogar eine private Dachterrasse. Wenn die Sonne jetzt noch scheinen würde, wäre das der perfekte Aufenthalt. Aber gut, für die Sonne kann natürlich keiner was. So, ich werde jetzt erstmal abschalten. Nicht nur die Kamera, sondern eben auch ich mich selbst. Ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen. Nach einer wunderschönen und entspannten Massage werde ich jetzt zurück aufs Zimmer gehen, ein bisschen chillen. Und dann gibt es ja Abendessen. Oh, ich freue mich schon so auf Schnitzel und ich weiß, dass es heute Schnitzel geben wird. Und dann noch entspannt irgendwie vielleicht Fernsehen gucken oder was. Und das war's dann für heute auch schon. Und morgen geht es ja zum Golfen. Yeah! Ein wunderschönes Hallo heute vom Golfplatz in Zillertal. Wir sind in der Driving Range, hier hinter mir seht ihr sie
Und gleich haben wir eine Golfstunde mit dem Golf Pro David hier. Und danach geht es auch über den Platz ein bisschen. Also ich glaube, 18 Loch schaffe ich nicht. Da geht es ja gleich nachher wieder weiter nach München heute. Aber zumindest 9 Loch, vielleicht so eine halbe Runde. Das kriegen wir hin. Und schaut doch mal diesen geilen Ausblick an, Leute. Also ganz ehrlich, wer noch kein Golffan ist, wird auf diesem Golfplatz definitiv ein Golffan. So, jetzt fahren wir gleich zum nächsten Loch. Natürlich schön im Golfkart und natürlich die Aussicht und das schöne Wetter. So, nach einer Runde Golf jetzt geht's zurück aufs Hotel. Dann geht's auch schon wieder aufs Zimmer packen und wieder zurück nach München. So schade, weil das Wetter ist so herrlich. Ich würde am liebsten noch einen Tag länger bleiben. Also ein wirklich wunderschönes, ein wunderschönes Video für euch, hoffe ich, weil der Aufenthalt war der Hammer. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick zeigen können, was so ein Weekend-Trip hier in Zillertal sein kann. Wieso Weekend? Kann auch unter der Woche eigentlich sein. Also schaut mal rein. Alles habe ich in der Infobox unten auch verlinkt. Und kann ich gar nicht mehr dazu sagen, außer dass es wirklich schön war. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Spaß, mich zu begleiten, wie ich hatte, es hier zu erleben. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Viel, viel besser hier draufklicken. Abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und ich hoffe, so ein Vlog-Video gefällt euch. Ich weiß, ich mache das viel zu selten, weil ich mich eigentlich total dämlich vorkomme, so hier alleine auf dem Golfplatz zu reden mit meiner Hand. Aber in dem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Video von Monaco Deluxe.